Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, dass der Henry hier online digital neben mir sitzt. Hallo lieber Henry, schön, dass du Zeit gefunden hast. Henry hat ja auch einen YouTube-Kanal, Henry Lopp, verlinke ich oben in den Infokarten. Henry, wir haben ja schon ganz viele Videos hier auf meinem Kanal zusammen gemacht. Da gibt es auch eine Playlist, die kann ich auch mal im Laufe des Videos oben rechts in den Infokarten verlinken. Henry, unsere Themen sind ja auch, ne, pflanzenbasierte Ernährung, schleimfreie Heilkost. Wir hatten auch schon einiges zum Fasten, zur Darmreinigung gemacht, das ganze Programm. Und wir sind ja auch schon länger miteinander verbunden und tauschen uns auch ganz viel über diese ganzheitliche Gesundheit, über diese Themen aus. Und was so ein ganz großes Problem auch in der Rohkostszene ist, ist ja dieser hohe Früchtekonsum. Da haben wir auch schon einige Videos gemacht. Und kürzlich ist auch eine junge Frau auf mich zugekommen, die ganz große Probleme mit ihren Zähnen hat. Ne? Die hat leider auch den Fehler gemacht, auf Rohkost umgestellt und dann nur Früchte eigentlich gegessen. Früchte und Datteln. Die hat dann auch noch ein bisschen emotionales Essen betrieben. Das heißt, sie hat eigentlich auch mehr gegessen, als sie eigentlich gebraucht hat. Das hat sie mir dann auch ein bisschen beschrieben. Und ihre Probleme waren dann, dass die Zähne gelb geworden sind, sehr empfindlich geworden sind und dass sie tatsächlich auch zum Zahnarzt musste, dass auch ein Zahn behandelt werden musste. Und da hat sie mich halt um Rat gefragt, was zu tun ist. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz klassischer Fehler, ne? Rohkost umzustellen und dann nur Früchte zu essen. Und Trockenfrüchte. Henry, auf dich sind auch ganz viele zugekommen. Du hast auch ganz schon viele beraten und gecoacht, die wirklich das gleiche Problem hatten. Und das ist ja auch gerade das Problem, dass es da draußen auch so eine Richtung gibt der Rohkosternährung, wo propagiert wird, Früchte essen ist das Ziel. Ja, und manche, und aber das nicht dazu gesagt wird, das kann aber ohne Umständen 10, 15 Jahre dauern, bis der Körper so weit ist, dass er das wirklich gut verkraften kann, dass der Körper das gut verkraften kann, ne? Dass zur Entgiftung keine Mineralien aus dem Körper gezogen werden. Genau, da möchte ich gerne mal so an dich nochmal abgeben, Henry. Wenn so jemand, wie ich das jetzt geschildert habe, die junge Frau, wenn die jetzt auf dir zukommen würde, was würdest du da jetzt, wo liegt das Problem und was würdest du raten? Also es ist immer ganz wichtig, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass die Menschen halt wirklich immer individuell zu betrachten und dort abzuholen, wo die Menschen gerade sind, ja. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass man hier startet und dann aber mit einer Fruchternährung direkt hier oben auf dieses Level geht. Und das ist dann für den Körper halt eben ja eine Überlastung, ja. Weil wenn man jetzt zum Beispiel dann nur Früchte isst, dann lösen sich ganz, ganz viele Sachen im Körper auch. Und dadurch werden die Organe überlastet und der Körper kommt nicht mehr hinterher mit der Entgiftung. Das heißt, wir haben dann eine ständige Zirkulation von Giften im Körper und die Organe kommen nicht mehr hinterher, das Ganze eben abzuarbeiten und dadurch entsteht eine Überlastung. Und der Körper benutzt dann auch, das hängt dann auch mit der Unreife der Früchte zusammen, dass wir keine optimale Fruchtqualität mehr haben. Einfach, wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Supermarkt geht, dann sieht man ja auch, was da für Früchte liegen. Ja, die liegen teilweise irgendwo Monate, Jahre lang in irgendwelche Kältekammern rum oder werden dann künstlich begast, was auch immer. Ja, das heißt, man hat uns ja eigentlich von einer ursprünglichen Nahrungsquelle komplett abgeschnitten. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Degenerationszustand von den Menschen heutzutage so hoch, dass dann, wenn man selbst reife Früchte bekommt, dass die Entgiftung zu stark wird für die meisten. Und das ist dann halt eben, sage ich mal, das Hauptproblem. Und wenn man dann, sage ich mal, nur Früchte dabei hat, dann entgiftet der Körper zu schnell. Und für die Entgiftung selbst braucht man eben auch zum Beispiel, wie wir immer sagen, auch die Wildkräuter, die Sprossen, Mineralien, um halt Giftstoffe auch auszuleiten, beziehungsweise um dem Körper auch eine Balance zu geben, dass er nicht zu schnell entschleunigt auch. Ja. Und das ist halt eben ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist halt eigentlich mit das größte Problem, die Unreife der Früchte, ja, dass halt vieles sehr unreif ist. Und selbst auch wenn man bei Früchteversendern bestellt, ist mittlerweile, finde ich, bei vielen Sachen die Qualität nicht so, wo ich sagen würde, ja, das passt jetzt. Ja. Es gibt einige Sachen, aber trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht optimal. Und genau, und das ist dann halt eben ein Punkt, wo ich finde, dass man erstmal wieder dahin übergehen sollte, dass man selber wieder viele Fruchtbäume pflanzt in seinem Land selbst, ja, wo man gerade ist, dass man einfach wieder zurück zu den Wurzeln mehr kommt und dass man eben auch ursprüngliche Früchte hat und vor allen Dingen auch, dass man halt eben auch weiß, sage ich mal, dass man sich an sein Level anpasst und nicht nur Früchte isst, sondern halt eben eine Balance hat
und dann nicht 3-4 Mal am Tag Früchte essen, sondern zum Beispiel zu schauen, okay, wie viel Mal am Tag kann ich das jetzt essen, ohne dass ich Probleme bekomme, ja. Weil es spielen auch noch andere Faktoren mit rein. Bewege ich mich auch noch genug, ja. Das ist halt auch so ein Punkt, weil wenn ich die ganze Zeit nur Früchte esse und vielleicht noch vom Vortag irgendeine Mahlzeit in mir drin ist, dann kann es wieder zu Fermentationsprozessen kommen. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Und was ich aber am wichtigsten finde, ist da halt immer die individuelle Betrachtung und halt die Menschen dort abzuholen, wo sie sind und dann zu schauen, okay, macht das jetzt Sinn, wenn ich dem Menschen viele Früchte gebe oder führt das zu einer Überlastung bei demjenigen? Und bei den meisten führt es halt zu einer Überlastung und das führt dann letztendlich dazu, dass es dann halt eben Probleme gibt. Ja, du hast es wirklich auch angesprochen, die Qualität der Früchte ist auch entscheidend und die junge Frau, die mich angeschrieben hat, hat tatsächlich auch gesagt, sie hatte wenig Geld und hat oft im Supermarkt die Früchte gekauft, unreife Früchte gegessen, auch ganz viel Trockenfrüchte. Und gerade das Problem mit den Zähnen, da zeigt sich bei vielen auch zuerst, ne? Warum sind die Zähne gelb geworden? Weil der Zahnschmelz einfach dünner geworden ist. Darunter liegt ja das Zahnbein und das ist auch ganz individuell verschieden. Bei manchen ist es hell, bei manchen ist es eher gelb und das schimmert dann durch, ne? Und das ist das Problem von diesen sauren Früchten, dass dann sozusagen der Zahnschmelz ja, nach und nach abgebaut wird. Und dann natürlich auch die Zähne werden natürlich auch empfindlich, wenn der Zahnschmelz weg ist, ne? Und man kann wirklich dann nur sagen, Früchte weg. Säurehaltige Früchte weglassen, vor allem die Trockenfrüchte weglassen. Ich weiß noch, ich war vor Jahren mal bei der Revolution bei einem ganz tollen Vortrag von der Maria Kakiaki, die ich auch sehr schätze, weil die auch gute Arbeit macht, was die Zahngesundheit angeht, die auch wirklich auch, ne, Chlorophyll-Kongress hat sie auch gemacht, die auch das Grün ganz hoch hebt. Und sie hat eben auch viele Klienten, viele Menschen, die Probleme mit den Zähnen hatten und die sagt auch, wer Zahnprobleme hat, Trockenfrüchte weg. Das darf nur mal was zu einem Feiertag sein, ne? Wirklich die Trockenfrüchte, weil das nochmal extrem an den Zähnen klebt. Wenn man das vielleicht mal für einen Smoothie verwendet, für irgendein Rezept, geht das noch, aber Trockenfrüchte pur, gerade auch Datteln, die können halt auch schon ganz schön an den Zähnen kleben, ne? Und wenn man dann kein Puffer hat oder kein Grün isst dazu, was das ein bisschen ausbalanciert, dann kann es wirklich zu Problemen kommen und das ist wirklich geraten, dann wirklich entgegenzusteuern und viel Grün zu essen, viel Mineralien und die Maria Kakiaki hat auch immer empfohlen, gerade sie ist ja auch so eine große, sage ich mal, Verfechterin so vom Grassaft, dass sie sagt, ja, regelmäßig Grassaft trinken und das auch mal im Mund behalten, wie ein Basenbad. Das kann man empfehlen. Jeder, der Probleme mit den Zähnen hat und zu früchtelastig ist, wirklich das mal zu überdenken. Was kannst du für Früchte empfehlen, Henry? Wenn man sagt, okay, am besten ist es gerade, wenn man solche Beschwerden hat, wirklich die Früchte erstmal komplett wegzulassen. Aber was wäre für den Übergang oder welche Früchte würdest du empfehlen, die noch zahnschonend sind? Ich würde gerne kurz vorher noch was sagen, weil ich vorhin das mit der Degeneration angesprochen habe. Und das merkt man speziell auch an der Zahngenetik, die wir jetzt mittlerweile alle haben. Ja. Und da ist es dann halt eben da auch so, manche Menschen, die haben wirklich noch eine gute Zahngenetik, bei denen ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Dann funktioniert das auch wahrscheinlich die ganze Zeit. Oder halt eben bloß eine bestimmte Zeit. Aber bei Menschen, und das ist bei dem Großteil so, die halt keine gute Zahngenetik mehr haben, ich bin da auch jemand davon, ich habe damals auch dieselben Erfahrungen gemacht, da muss man halt dann eben schauen, dass man sich dann halt eben da auch anpasst. Ja. Und diese Mischung, die du auch vorhin schon gesagt hast, ne, dieses sauer-süß und speziell die sauren Früchte, da ist es dann meistens so, dass die den Zahnschmelz quasi mehr, ja, kann man sagen, mehr aufweichen im Prinzip. Und wenn danach noch eine süße Frucht kommt, dann geht diese Süße in die Zähne rein, ja, und dann entsteht dann halt eben auch Karies und so weiter. Aber diese Säure im Prinzip, die ist halt eben dafür verantwortlich auch, dass ein bisschen Zahnschmelz immer, ja, fast aufgelöst wird. Also die Erfahrung habe ich damals gemacht. Und ich habe dann halt irgendwann gesagt, okay, ich meide die säurehaltigen Früchte komplett, weil ich weiß, dass sie für meine Zahngenetik einfach nicht gut sind, ja. Und dann habe ich mir halt irgendwann überlegt, okay, was kann ich denn machen für mich, für mein Level? Und jetzt kommt man halt eben dazu, wenn ich halt weiß, ich habe empfindliche Zähne oder sonst was, dann würde ich halt schauen, dass ich mir zum Beispiel immer ein paar Früchte mit Wildkräutern zum Beispiel und mir dann einen Smoothie mache, ja, oder halt mit Grünzeug zusammen. Und dann halt eben Früchte nehme, die keinen hohen Säureanteil haben. Dass man halt dann eben schaut, dass man, was weiß ich, ich weiß, Bananen sind jetzt auch nicht optimal, aber dass man zum Beispiel ein bisschen Banane mit Wildkräutern, dass man sich ganz viele Wildkräuter in den Smoothie mit reinmacht oder grünes Blattgemüse halt einfach und dann halt eben ein paar Früchte mit dabei hat und aber eben gleichzeitig auch das Grünzeug, damit die Zähne gleich wieder die Mineralien haben und dass es da keine Probleme gibt. Und halt eben, ja, alle Früchte, die keinen hohen Säureanteil haben, beziehungsweise fast gar keine Säure haben. Ne? Ich finde, für mich persönlich hat sich herausgestellt, dass ich die Melonen sehr gut vertrage. Wenn sie reif sind natürlich. Ne? Ja. Und Papaya geht sehr gut.
mal 2, 3 Bananen in einem Smoothie mit Wildkräutern zusammen. Das geht auch sehr, sehr gut. Und süße Birnen funktioniert auch wunderbar. Und genau, wenn man jetzt in den Tropen wäre, dann würden auch noch andere Sachen funktionieren. Ne? Aber so, das sind so die Sachen, die sich für mich halt als gut rausgestellt haben. Feigen funktioniert auch super. Und genau, was ich aber auch mache, da muss man halt auch schauen, ist, dass ich immer versuche, so wenig Tarnkontakt wie möglich zu haben. Das heißt, ich mache mir zum Beispiel im Sommer, wenn es die Cantaloupe-Melonen gibt, dann mache ich mir einen Smoothie, dass ich mir dann sage, ich mache mir einen halben Liter oder Liter, je nach Tag, mache ich mir einen Smoothie und trinke das dann halt mit einem Strohhalm, dass ich halt minimal Zahnkontakt habe und dadurch halt die Zähne weniger angegriffen werden. Und sobald ich den Smoothie dann getrunken habe, dann nehme ich sofort was Grünes in den Mund, wie zum Beispiel Brennnessel oder Löwenzahn, kaue das schön lange aus und dann wird der Mund sofort wieder basisch. Ja, und das ist halt eben auch, finde ich, was bei mir sehr gut funktioniert hat. Und dann haben sich die Zähne auch wieder regeneriert mit der Zeit, auch wenn keine Säure mehr gekommen ist. Ne? Und genau, bei Tomaten habe ich auch gemerkt, die Säure, das tut einfach nicht gut. Aber das ist bloß in meinem Fall so und für Menschen, die eine empfindliche Zahngenetik haben oder empfindliche Zähne und eine nicht so gute Zahngenetik, dann würde ich halt eben auf diese Punkte achten. Und halt eben schauen, dass ich halt auch mal Lebensmittel dabei habe, die einen höheren Mineralanteil haben, einen höheren Kalziumanteil. Im Sommer jetzt über von Frühjahr bis Herbst hat man ja die Wildkräuter, speziell Brennnessel, kann ich nur jedem sehr ans Herz legen, jeden Tag mit dabei haben, auch der Löwenzahn. Und dann halt, was ich noch ganz gut finde, immer abends vorm Schlafen gehen, so ein bisschen Sangomeriskoralle in den Mund rein, um den Mund das halt ein bisschen drin lassen und dann runterschlucken. Und dann hat man auch nochmal eine super Kalziumquelle und kann seine Zähne dann auch perfekt damit unterstützen. Ja, weil bei Ihnen ist auch so, finde ich, ist der Kalziumanteil zu gering, der organische Kalziumanteil in der Ernährung. Und dadurch kommt es dann halt eben auch mit der Zeit zu Zahnproblemen oder Knochenproblemen. Es gibt auch viele Rohköstler, die Osteoporose entwickelt haben, weil halt eben auch die Mineralien gefehlt haben oder weil zu viele Früchte dabei waren. Und das sind halt alles so Punkte, wo ich halt darauf achten würde. Ja, also 2 Punkte fallen mir dazu ein. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, so saure Früchte und süße Früchte oder erst saure Früchte, erst dann süße, das ist wirklich auch ein Problem. Und da gibt es ja interessanterweise auch bei der Lebens, es gibt ja auch richtig so eine, glaube ich, habe ich mal gesehen, so eine kleine Tabelle, Lebensmittelkombination von Früchten. Und dann sieht man ja auch, saure Früchte und süße Früchte sollte man nicht kombinieren, höchstens saure und halbsaure, ne? Und die Süßen mit den Halbsüßen, da steckt schon wirklich auch was dahinter, ne? Wenn man das dann so betrachtet. Und der Arnold Ehret hat ja auch immer gesagt, wenn wir jetzt mal auf die Schleimverheilkost nochmal so ein bisschen, weil ja viele auch Schleimverheilkost lesen und denken, oh toll, nur Früchte essen, ne? Die interpretieren das falsch. Und wir wissen ja, Arnold Ehret, der hat in einer ganz anderen Zeit gelebt, ganz andere Belastungen. Und das muss man heute einfach nochmal ganz individueller anschauen. Und er hat auch gesagt, die Umstellung muss individuell erfordern. Man muss wirklich den Menschen ganz genau anschauen. Und wir sind nun mal nicht alle gleich, wie auch immer mal so im Außen propagiert wird. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich mit ja, einer unterschiedlichen Vergangenheit, mit unterschiedlichen chronischen Belastungen, mit unterschiedlichen Vergiftungen, mit einer unterschiedlichen Lebensweise. Das muss man sich genau anschauen und dann anpassen, ne? Und bei dem einen kann so eine Reinigung in 5 Jahren durch sein, der andere braucht 10, 15 Jahre, um überhaupt mal auf ein Level zu kommen, dass man sagt, da wären mal eine Weile Früchte okay, wenn sie wirklich eine gute Qualität haben. Ne? Und selbst wir, ich kann mich erinnern, wenn wir so auf Reisen waren, dann haben wir dann auch mal ein bisschen mehr Früchte gegessen, weil so also gerade Sizilien, Sardinien, weil wir da wirklich reife Früchte hatten, da genießt man das mal. Aber so viel Früchte habe ich oder haben wir, glaube ich, zum Beispiel in Deutschland nie gegessen, aber auch mal ein ganz großer Grünanteil dabei. Ich denke mal so phasenweise, wenn man irgendwo im Urlaub ist, auf Reisen, kann man das mal machen, aber nicht über Jahre. Also das kann dann wirklich fatal sein. Ja, phasenweise auf jeden Fall, ne? Weil ich finde es schon mal ganz gut zwischendurch mal, weiß ich nicht, für 1, 2, 3 Wochen mal so eine Reinigung auch zu machen. Aber ich würde dann halt auch immer den Körper unterstützen, dass ich zum Beispiel noch grüne Säfte mit dabei habe oder dass ich nach den Früchten dann halt sofort was Grünes mit dazu essen würde. Ja, also das ist meine Herangehensweise. Und ja, und man muss halt auch immer mal schauen. Die grünen Lebensmittel oder auch die Wildkräuter, die werden dann ja auch in bestimmten Bereichen dann immer sehr schlecht geredet, muss man dann sagen. Ja, Alkaloide, total gefährlich und was weiß ich nicht, ja. Man muss jetzt aber mal schauen, wenn man sich auch mal die Vergangenheit betrachtet, auch in den verschiedenen Ländern, wie stark die Kräuter bekämpft werden und wurden. Ja, es gab schon so viele Versuche, zum Beispiel in Großbritannien, Ende der 90er, dass sie versucht haben, die Kräuter zu verbieten, ja. Und da gab es dann aber auch einen riesen Widerstand dagegen, von den Menschen her. Und dann wurde dieses Verbot halt wieder zurückgenommen. Ja, aber das ist ein Land.
es gab noch mehrere, wo das passiert ist, ja. Aber da sieht man halt immer mal den Wert auch, was diese Kräuter auch haben und dass man damit halt seinen Körper gut unterstützen kann, ne? Und es ist ja, und das finde ich dann halt immer schade, weil auch in der Genesis steht ja drin, Früchte und grünblättriges Blattgemüse, ja. Und diese zwei Sachen gehören für mich zusammen. Aber bei den Früchten, finde ich, muss man halt, was ich vorhin schon gesagt habe, erstmal wieder zu der Quelle hinkommen. Bei den Wildkräutern haben wir diese ursprüngliche Quelle noch. Und bei den Früchten muss man halt erstmal wieder hinkommen, dass man halt alle vor der Haustür, jeder 10, 20 Fruchtbäume hat, überall neben Park und in der Stadt verteilt. Dann ist das eine ganz andere Geschichte wieder. Aber das sind wir momentan nicht. Und das sind halt, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, worauf man in Zukunft wieder hinarbeiten kann, dass man sich halt auch wieder mehr, ja, einfach viel, viel mehr wieder selbst versorgen kann und sich halt wieder die Lebensmittel vor die eigene Haustür holt, dass man nicht mehr abhängig ist von irgendwelchen Supermärkten, wo es meiner Meinung nach nur Schrott gibt, weil das sind keine Lebensmittel mehr, das sind Füllmittel, selbst das Obst und Gemüse, was es da gibt, das kann man meiner Meinung nach, ja, finde ich, nicht mehr zuträglich für die Gesundheit, ja. Deswegen auch noch ein kleiner Tipp, sucht euch lieber Läden, kleine Läden, zum Beispiel, weiß ich nicht, einen türkischen Obst- und Gemüseladen oder auch, es gibt auch viele, viele deutsche Obst- und Gemüseläden, wo einfach die Qualität viel höher ist, weil die teilweise mit Menschen zusammenarbeiten, wo halt dann wirklich reife Früchte rankommen, ne? Aber in den Supermärkten gibt es auch ein paar Sachen, die man sich holen kann, auf jeden Fall, ne? Aber meiner Meinung nach ist man da bei den kleinen Läden immer besser dran und findet auch eine viel höhere Qualität von der Reife her. Mhm. Und natürlich regionale Bauern. Ne? Wenn man regionale Bauern findet, sich mit denen zusammentut und dann vielleicht auch ein eigenes Netzwerk gründet, ja, dann kann man da ganz, ganz viel machen. Mhm. Ja, es sind auf alle Fälle wertvolle Tipps, lieber Henry. Da danke ich dir. Auf alle Fälle ein guter Einblick. Und an die Zuschauer, genau, wie sind eure Erfahrungen mit der Früchtekost? Welche Erfahrungen habt ihr? Ja, Henry? Ein Punkt möchte ich noch sagen. Das soll jetzt hier kein Video sein, wo wir die Früchte irgendwie runtermachen oder sonst was, sondern ja, einfach nur mal aufzeigen, wie man halt auf gesunde Art und Weise da herangehen kann. Und dass man ja, wenn man, sage ich mal, in Zukunft ja einfach wieder die Qualität hat auch, dann kann man das ja auch einbauen, aber halt immer in einem gesunden Maß und an sich selber angepasst. Das finde ich nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Es geht ja auch darum, wenn man Früchte einbaut, dass man wirklich auch das Grün, die Mineralien nicht vergisst. Ne? Und dass man wirklich auch auf die Qualität der Früchte achtet, weil Früchte sind heute nicht gleich Früchte, dass es immer eine gute Qualität hat und dass es ein hochwertiges Lebensmittel sind. Auch wenn sie vielleicht mal früher ursprünglich das beste Lebensmittel für uns waren. Wer weiß, was wirklich mal vor langer, langer Zeit wirklich war. Entgegen der Evolution, was man uns da so einredet, was ich ja schon lange nicht mehr glaube, aber das muss man einfach auch mal auf den Tisch bringen, ne? Dass die Qualität zu wünschen übrig lässt und die Früchte ja nicht mehr das sind, was sie vielleicht mal ursprünglich für uns waren, ne? Dass man das im Hinterkopf behält. Wenn man sich auch mal, wenn man in die Tropen schaut, ne? Also wenn ich in Borneo war, wo die Fruchtbäume dann wild gewachsen sind, ja, die Jackfruits und die Sapotillen, ja, also das ist, ja, da sieht man mal, was eigentlich mal ursprünglich gedacht war für uns, ne? So. Und das sind wirklich auch Sachen, wo man dann wirklich merkt, da isst du ein Stück und dann wumm, weißt du, da bist du ja total energiegeladen und auf einer ganz anderen Frequenz. Aber ja, man hat uns halt eben da von unserer Quelle abgeschnitten. Und ich finde, deswegen ist es halt so wichtig, wieder zu der Quelle und zu der Wurzel zurückzukommen. Und ja, dann ist das auch wieder eine ganz andere Geschichte. Manchmal sagen wir, es gibt ja durchaus auch so eine Art Früchte, so Fettfrüchte, oder die ja auch nicht süß schmecken, auch die Safu zum Beispiel, ne? Die manche sagen, die schmecken wie Ziegenkäse oder so. Also es gibt ja auch gerade in den Tropen in Asien so Früchte, oder es gibt, ja, also es gibt Früchte, die schmecken gar nicht so, wie wir das unter Früchte vorstellen. Also da gibt es ja wirklich so verschiedenste Aromen und Nuancen, ne? Oder nur mit einer ganz wenigen Süße. Also da ist eigentlich auch so ein ganz großes Facettenreichtum bei den Früchten weltweit, ne? Ich habe mir auch schon mal gedacht, wer weiß, was hier alles mal gewachsen ist, was es gar nicht mehr gibt. Ne? Was man vielleicht ausgedünnt, ausgemerzt hat, kann ja auch alles sein. Ne? Das ist ja auch mal, weil wir haben ja hier doch schon eigentlich eher süße Früchte, ne? Außer Bananen. Birnen, weil du vor uns gesagt hast, es gibt auch süße Birnen oder auch Pflaumen, die richtig reif sind. Aber gerade Äpfel und die ganzen Beeren haben ja schon eine gewisse Säure. Ne? Und da muss man auch hier, wenn man sich regional ernähren möchte, den Fokus drauf legen, ein bisschen schauen, dass man nicht zu viel. Ich merke dann auch manchmal im Sommer, wenn ich mehr Beeren esse, dann, dass meine Zähne empfindlicher werden nach einer Weile, wenn kein Grün dabei ist. Merke ich dann sofort und dann wieder entgegensteuern, Grün, Wildkräutersäfte dazwischen trinken, Basenbad,
für die Zähne machen mit dem, mit Grünsäften, und dann geht das dann auch wieder. Und deswegen ist halt, wenn ich mal Beeren mit dabei habe, dann mache ich es halt auch so, dass ich mir sie halt in den Smoothie mache und dann einfach mit einem Strohhalm trinke. Mhm. Und dann kann man halt das Risiko auch wieder minimieren, dass da die Zähne sensitiv werden. Ja. So, jetzt aber wirklich, lieber Henry, jetzt sind wir am Ende des Videos angelangt. Also nochmal, ja, an die Zuschauer, gerne eure Erfahrung. Wie steht ihr zu Früchten? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Was haltet ihr von unseren Tipps? Baut ihr regelmäßig grün ein? Wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video. Den Henry hatte ich ja schon verlinkt. Ich kann ihn auch nochmal unter dem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Henry, dich findet man ja auch auf Instagram. Auf alle Fälle Instagram und YouTube. Ja, dann wünschen wir euch alles Gute, alles Liebe, eine entspannte, friedvolle Zeit. Bis ganz bald. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.